und nun der Hoffnung entgegen, dein Online-Kurs zum Glauben. Heute im Studio Katrin Mantel. Herzlich willkommen zur aktuellen Folge von der Hoffnung entgegen, dein Online-Kurs zum Glauben. Wie immer direkt aus Spangenberg, heute mit dem Thema Jesus Christus. Hollywood-Größen wie William Dafoe und Mel Gibson haben ihm ihr Gesicht geliehen und im Film sein Leben erzählt. Doch was ist dran an den Jesus-Geschichten der Bibel? Wir machen dazu heute den Faktencheck. Dazu werfen wir als erstes einen Blick nach Jerusalem. Unmittelbar am Fuß des Tempelbergs liegt die Klagemauer, ganz in der Nähe der Stelle, wo bis 70 nach Christus der letzte jüdische Tempel stand. Nach Aussagen der Bibel ist Jesus mehr als einmal hier gewesen. In den Wochen vor Ostern kommen üblicherweise besonders viele Menschen nach Jerusalem und suchen historische Orte wie diesen. Und viele fragen sich, stimmt das, was in der Bibel steht? Stehe ich jetzt wirklich da, wo Jesus langgegangen ist? Oder sind es Mythen, die die Bibel erzählt? Ich möchte diese Frage weitergeben an unseren Experten Dr. Michael Schneider von der Goethe-Universität Frankfurt. Er ist uns jetzt zugeschaltet aus Schlüchtern. Guten Abend, Herr Schneider. Guten Abend, Frau Mantel. Hat denn Jesus wirklich gelebt? Ja, natürlich. Jesus hat gelebt. Jesus hat in dem kleinen Ort Nazareth in Galiläa gelebt und es hat ihn wirklich gegeben. Neben Jesus selbst werden auch Mitglieder seiner Familie in der Bibel namentlich genannt. Seine Mutter Maria, sein Vater Josef, seine Geschwister Jakobus, Josef, Simon und Judas. Am Rande der bekannten Geschichte der Hochzeit zu Kana werden allgemein auch Brüder Jesu erwähnt. Allerdings sind die Begriffe Brüder, Jünger und Freunde auch austauschbar. Was wir am besten wissen und was am besten historisch belegt ist, ist aber Jesu Tod am Kreuz. Über ihn berichten Quellen auch außerhalb der Bibel. Und hat Jesus gearbeitet? Vermutlich hat er von seinem Vater, so wie das üblich war, für den erstgeborenen Sohn das Zimmermannshandwerk gelernt. Nach seiner Taufe verlässt er aber sein Zuhause und seine Familie und zieht stattdessen durchs Land. Die Berufsbeschreibung wäre vielleicht am ehesten Wanderprediger. Es gibt ja Romane und Filme, in denen Jesus eine Affäre hatte oder verheiratet war. Wie war das denn? War Jesus verheiratet? Wahrscheinlich nicht. Es wäre als Vorstellung, als Fiktion sicher schön. Es wäre schön, dass wie in Romanen oder Filmen diese Vorstellung, diese reizvolle Vorstellung tatsächlich Wirklichkeit wäre. Hinzu kommt, dass Ehe und Familie einfach in der Antike nicht unserer heutigen westlichen Welt, unseren heutigen Vorstellungen in der westlichen Welt entsprechen. Jesus zieht durchs Land und viele Menschen folgen ihm. Und die Menschen, die ihm folgen, sind insgesamt ein großer Kreis von Männern, aber auch Frauen. In der Bibel werden mehr Männer genannt in seinem Jüngerkreis, aber sicher sind auch Frauen dabei. Schaut man zum Beispiel in die Ostergeschichte, dann sind es Frauen, die als erste von der Auferstehung erfahren, also Frauen aus seinem engeren Umfeld. Kommen wir mal auf das Thema Religion. War denn Jesus Jude? Jesus war ganz sicher Jude. Sein Name ist ein jüdischer. Er ist auch in jüdischen Bräuchen zu Hause. Er wird beschnitten, wie man am Ende der Weihnachtsgeschichte lesen kann, oder er feiert jüdische Feste, etwa wie das Passafest. Jesus hat ja viel gepredigt, wie in der Bibel steht, aber können Sie vielleicht seine Botschaft ganz kurz zusammenfassen? Ein Satz: tut Buße, macht etwas anders, ändert euer Verhalten, denn das Himmelreich steht unmittelbar bevor. Das ist vielleicht die allerkürzeste Form, die ich mir vorstellen kann für die Botschaft Jesu. Wer etwas mehr erfahren will, kann natürlich immer in der Bibel nachlesen und zum Beispiel in der Bergpredigt im Matthäusevangelium damit anfangen. Aus heutiger Sicht klingt ja manches unwahrscheinlich, was von Jesus überliefert ist. Wie ist das denn mit den Wundern? Konnte Jesus wirklich Wunder vollbringen? Naja, die Autoren der Schriften des Neuen Testaments, die berichten von Heilungen, die berichten von besonderen Taten, die dieser Jesus vollbracht hat, und bezeichnen diese Taten eben als Wunder. Offensichtlich
haben sich wirklich viele Menschen gewundert über das, was Jesus getan hat, aber auch über das, was Jesus gesagt hat. Wir sind erstaunt und diese Menschen waren erstaunt über das, was Jesus getan und gesagt hat und empfanden das als Außergewöhnliches. Und dieses Außergewöhnliche wird eben mit dem Begriff des Wunders bezeichnet. Die Zeit, zu der Jesus gelebt hat, war ja auch politisch eine schwierige Zeit. Würden Sie sagen, war Jesus politisch radikal? Nein, Jesus war im politischen Sinne nicht wirklich radikal, vielleicht vielen Zeitgenossen noch nicht einmal radikal genug. Er stellt zwar einige ziemlich radikale Forderungen auf. Es klingt radikal, wenn da jemand sagt, wenn dich einer auf die linke Wange schlägt, dann halte ihm auch noch die rechte hin. Seine Radikalität bezieht sich aber weniger auf etwas Politisches, auf die Änderung der politischen Verhältnisse. Seine Radikalität bezieht sich eher auf religiöse Fragen. Zu den politisch wirklich Radikalen sagt er, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Zu seinen Anhängern sagt er eher, bereitet euch auf das Ende der Welt vor, egal was politisch um euch herum so passiert. Wir reden meistens von Jesus Christus, aber was heißt denn dieses Christus eigentlich? Man könnte denken, dieser Jesus hat verschiedene Namen und ein bisschen ist das tatsächlich auch so. Es ist ein sprechender Name, der so viel bedeutet wie der Erlöser. Und es ist eigentlich nur die Übersetzung des jüdischen Wortes Messias. Viele Menschen, die diesem Jesus begegnet sind, haben gespürt, da ist etwas, eine Erfahrung, da begegnet mir Gott selbst. Und das haben sie durch solche sprechenden Namen ausgedrückt, so wie Christus, der Erlöser, oder ein anderer solcher sprechende Name, Immanuel, Gott mit uns. Also Jesus Christus bezeichnet die menschliche und die göttliche Seite ein und derselben Persönlichkeit. Vielen Dank, Herr Schneider, für die Informationen. Und wir schauen noch einmal nach Jerusalem. Fakten sind das eine. Doch was die historische Person Jesus noch heute interessant macht, hat vor allem mit dem zu tun, was nach seinem Tod am Kreuz passiert. Über 2000 Jahre, nachdem seine Jünger von der Auferstehung berichteten, ist der Glaube an Jesus Christus auf der ganzen Welt lebendig. Aber Christinnen und Christen sind nicht in erster Linie fasziniert von historischen Fakten, sondern von der Kraft, die sie aus dem Glauben an Jesus Christus erfahren. Um das zu spüren, dazu muss man nicht unbedingt in Jerusalem sein. Damit zurück ins Studium. Und wie dieser Glaube an Jesus Christus genau aussieht, darum geht es in der nächsten Folge von Der Hoffnung entgegen. Wenn Sie mögen, schalten Sie wieder ein. Bis dahin, bleibt gesegnet.